Hallo zusammen. Hier eine Möglichkeit für den Matheunterricht, für den Distanzunterricht. Ich nenne es mal Würfelmatte. Und zwar gibt es die Seite onlinewürfeln.de. Diese Seite sieht folgendermaßen aus. Man kann sich einen Würfel anzeigen lassen und auch mehr in der Grundschule oder im Kindergarten. Könnte man hiermit sich Zahlen würfeln lassen und die Kinder die Zahlen erkennen, die Würfelzahlen. Man kann natürlich auch hergehen und sagen, man nimmt zwei Würfel und dann sollen die Kinder die Ergebnisse zusammenrechnen. Also 4 plus 1 gleich 5. In diesem Fall hätten sie sogar eine Kontrolle hier, weil das Ergebnis immer gleich angezeigt wird. 3 plus 1 ist gleich 4. Man könnte es aber auch nutzen, um 6 mal 1 gleich 6 zu rechnen. Weiterhin könnte man gleich die Kinder das aufschreiben lassen. Ich habe hier einen Texteditor von Outpun eingebettet und hier könnten die Kinder dann gleich ihre Zahlen schreiben. Zum Beispiel 4 plus 5, 4 plus 5 ist gleich 9. Dann die nächste Aufgabe, vielleicht besser mit einem Strichpunkt, wieder würfeln. 6 plus 2, 2, halt 6 plus 2 ist gleich 8. Auch das wäre möglich. Oder man könnte auch rechnen, 6 mal 2 ist gleich 12. 6 mal 2 ist gleich 12. Auch das wäre möglich. Hier ist es so, dass es auch 10-seitige Würfel gibt. Das heißt, ich könnte auch 8 plus 4 gleich 12 oder 8 mal 4 gleich 32 rechnen. Es gibt auch die Möglichkeit, 3 Würfel zu nehmen. Hier könnte man 26 minus 6 gleich 20 oder 2 plus 6 plus 6 gleich 14 rechnen. Der Kreativität der Lehrkräfte und der Schüler sind hier keine Grenzen gesetzt. Das Schöne ist hierbei, wenn man das hier noch mit reinschreibt, ist gleich 14, dann können die Schüler es einfach herunterladen und bei sich mit einem Namen speichern und diese Datei bekomme ich dann als Lehrkraft zugeschickt und kann sie mir anschauen. So hat jeder Schüler seine eigenen Rechenaufgaben und kann so viele machen, wie er meint, machen zu müssen, um die Rechenart zu verstehen. Diese Seite ist gebaut mit einer Google Site. Das heißt, auch hier kann man noch andere Sachen dann dazu einbauen. Ich habe hier noch einen Link zu learningapp.org eingebaut, wo es dann zum Beispiel noch eine Aufgabe gibt zum Plusrechnen im Zehnerbereich. Also hier 2 plus 3 gleich 5 zum Beispiel und dann wer wird Millionär? Praktisch nach oben spielen, kann man hier sich noch mit einbauen. Und ich habe mir noch einen Taschenrechner mit eingebaut, denn wenn die Zahlen mal höher sind, also wenn wir hier machen 26 mal 6, ja, oder hier 45 mal 7, dann könnte man es auch hier mit 45
mal 7 ist gleich 315 überprüfen. Und die Schüler lernen auch gleich noch die Kompetenz, einen Taschenrechner zu bedienen. Das ist ein Vorschlag von mir für Würfelmathe. Ich habe hierzu auch ein Google Docs gemacht. Hier kann man sich die ganzen Variationen von Würfelmathe notieren oder sehen, was die anderen haben. Auch das ist möglich. Man kommt über den Link hier zu diesem Dokument und kann das Dokument gerne fortsetzen und weiterschreiben. An dieser Stelle vielen Dank und vielleicht ist die Würfelmatte für den einen oder anderen eine Möglichkeit, den Distanzunterricht oder Online-Unterricht interessanter zu gestalten.